Weiter feuern! Feuer und Feuer! Weiter feuern! Das gleich das andere Schiff auch noch. Feuer! Feuer! Und immer Feuer! Ah, Insel! Ja! Moin, Sinn und herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. Wir wollen immer noch eine Festung erobern, aber es ist mal wieder kein Totenschädel am Himmel zu sehen. Okay, was ist jetzt der Plan eigentlich? Was wollen wir jetzt machen? Oh, das sieht voll geil aus gerade. Solange jetzt kein Totenschädel am Himmel auftaucht, müssen wir uns andere Missionen holen. Ich würde sagen, Ritzi kann jetzt ja mal eine höherlevelige Mission kaufen. Ich kann es auch machen. Ja, wir können ja mal eine höherleveligere Mission, aber von was ist die Frage? Wollen wir einen normalen Schatzauftrag machen oder nochmal ein Kopfgeld? Hauptsache nicht handeln, bitte. Ja, handeln ist echt langweilig, finde ich. Also, dann sollten wir nochmal ein Kopfgeld machen, finde ich. Hab ich geholt. Sehr gut. Dann ab an Deck und dann abstimmen. Ich sehe da hinten zwei Schiffe, ne? Ja, ich sehe sie auch. Richtung Nordost, exakt. Wenn die sich bekämpfen würden, wäre es lustig, dazwischen zu gehen. Du, ich glaube, die bekämpfen sich auch. Ich habe da, glaube ich, gerade eine Kanonenkugel rüberfliegen sehen von dem einen auf das andere. Dann müssten wir vor allem die Mündungsplätze sehen. Sind das zwei Dreimaster? Das sind zwei Dreimaster. Ja, sieht so aus. Schön, die Segel sind nur so schräg, deswegen wahrscheinlich. Das sind zwei Dreimaster und die sind auch genau unterm Sturm. Schön, dass sie. Genau in, in unsere Richtung. Ja, scheiße, die fahren zu uns. Wir sollten vielleicht mal den Anker lichten, so. Ja. Dass wir wenigstens fahren können, wenn die dann da sind. Oder uns genau in Position bringen, dass wir direkt draufhalten können. Ja, genau, eine sehr gute Idee. Ach du Scheiße, ey, die kommen immer näher. Oder die arbeiten zusammen. Aber wir haben ja die Lichter gelöscht. Die dürften uns eigentlich nicht sofort sehen. Okay, Segel. Wir brauchen Segel. Segel, Segel. Ah, warte, das ist ja schon unten. Wir müssen steuern, Ja, ja. I shit you not. Die betteln sich. Guck mal, wie die hinter uns manövrieren. Aber die Kanonenschüsse müssten wir sehen. Jetzt gerade sind sie voneinander zu weit entfernt, als dass sie sich treffen können. Aber ich bin mir sicher, vorhin habe ich was gesehen. Der eine dreht auch auf den anderen zu gerade. Der eine schwenkt gerade. Lasst uns da mal mitmischen auf jeden Fall. Ja, Party. Okay. Lasst uns da mal hinfahren. Wir haben ja gerade nichts. Fahren? Du hast mehr Kampferfahrung mit Schifffahren und so. Okay, dann mache ich das. Ich fahre nur in die Reihen wahrscheinlich. Ja. Das geht auch. Okay, meine lieben Freunde, jetzt gibt's Action hier. Ich hole mir mal Kugeln und so. Hey, warte mal, der eine hat wieder gedreht, der fährt wieder eher in unsere Richtung. Bretter nehme ich auch direkt mal, wenn ich runter muss. Jetzt bin ich mal gespannt. Die wollen zum Outpost. Die haben Schätze. Die wollen beide zum Outpost. I shit you not. Die wollen beide zum Outpost. Die Frage, lassen wir sie in Ruhe und klauen heimlich was oder ballern wir drauf? Naja, ich würde sagen... Das da hinten geht unter, oder? So langsam? Das sieht so niedrig aus. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das ist nur der Seegang. Die haben da geankert da hinten, oder? Die bewegen sich nicht. Das nur das Schiff hier vorne bewegt sich. Wir greifen jetzt die hier vorne an. Jawohl! Attacke Hühnerkacke! Ich versuche das so zu drehen... Dass die links von uns sind. Das heißt, ihr müsst auf der linken Seite schießen dann. Links. Ich fahre ein Stück auf sie zu noch und dann mache ich eine harte Wende. Ich glaube, das andere Schiff nähert sich doch. Komm mal auf uns zu, die anderen. Das wird jetzt... Wir gesandwicht, weil wir uns einmischen wollen. Ja, genau. Das wird interessant jetzt. Wie Achtung! Immer. Achtung, die sind direkt voraus jetzt. Ich schwenke, linke ich schwenke. Seite. Linke Seite, bereit. Kommen sie gleich. Oh, das wird's. Oh Gott, wir sind dann direkt nebenan neben denen, ne? Wir sind direkt neben denen gleich. Doch auch schon. Ich sehe sie rumlaufen, ich sehe sie rumlaufen. Die rammen uns, oder? Naja, ich kann nicht weiter nach rechts, also. Scheiße, die könnten schon schießen, ja. Ja, die können, aber die machen's nicht. Warum schießen die nicht? Weil die wissen, dass da noch das andere Schiff ist wahrscheinlich. Wir rammen die jetzt gleich, oder? Ich komme halt nicht weit, ich komme halt nicht schneller rum. Gehen wir auf die andere Seite. An die andere Seite, auf die andere Seite, genau. Du drehst, genau. Genau, sauber, sauber. So, Achtung. Und vielleicht haben sie auch nichts, um sich zu wehren. Das kann natürlich sein, vielleicht haben sie alles verschossen. Oh, das ist ein Treffer, nice! Jawoll, so muss das sein. Das läuft schon mal, da wissen sie gleich mal, wie ja der Hase läuft. Jetzt sind nämlich Ostereier, mit denen wir hier schießen. Pass mal auf. Das ist so schräg, das ist gerade irgendwie seltsam zu schießen.
Jetzt kommt das andere Schiff noch dazu. Vielleicht kommt der Kraken und holt uns alle. Das wäre lustig. Wenn jetzt noch der Kraken kommt, da würde ich so feiern. Ohne Witz, das wäre so der Hammer. Sag mal, habe ich den gerade gehört? Ja, ja, deswegen so. Meine ich ja. Das vom Kraken. Die schießen wirklich auf die. LOL! Was geht hier ab? Weil wir es vorhin noch gesagt haben, hier ein Sea-Battle mit mehreren Schiffen. Ja, wie geil ist das denn? Wir haben es heraufbeschworen. Aber so kommen wir nicht in Schussreichweite. Okay, die schießen auch auf uns, die anderen? Ja, die schießen, glaube ich, auf alles, was sich bewegt. Die anderen hauen ab. Dann nehmen wir uns jetzt die, die zurückschießen. Komm. Die drehen auf uns. Ja, die wenden. Die wollen uns rammen, oder? Nee, guck mal, die wollen sich in Position bringen. Achtung, ihr müsst jetzt rechts schießen gleich. Die wollten uns auch entern vielleicht, ne? Ja, oh, die schießen auf uns. Die schießen, ja. Ja, sauber, sauber, perfekt. Sauber, volle Breitseite. Jawohl, nice. Oh, wir müssen auch runter. Ich gehe schon mal runter. Ich gehe auch schnell gucken. Wir müssen aufpassen, da könnte auch einer rüberkommen. Wir laufen voll, ne? Ja, ja. Ich gehe wieder ans Steuer und wende. Jo. Die wollen auf mich schießen, glaube ich, wenn ich am Steuer stehe. Ich habe versucht, eben mal auf die Besatzung zu schießen mit einer Kanonenkugel. Okay. Ja, das geht natürlich auch. Also die mussten gerade auf jeden Fall aber auch ordentlich flicken, ne? Ja, die haben gut eingesteckt. Hier ist schon nichts mehr. Die sind weggefahren, die sind geflohen. Die haben wahrscheinlich echt keine Kanonen gehabt, um sich zu wehren. Da sieht man mal, dass wir nur Leute abfrühstücken, die sich wehren. Naja. Wo sind die jetzt? Ah, da sind sie. Komm. Kommen sie wieder? Ja, sie wenden gerade da vorne. Sie wollen hinter den Felsen anscheinend. Aber aufgegeben haben die noch nicht. Moment, die fahren auf den Felsen drauf gerade. Die Idioten, guck dir das an! Ah, wahrscheinlich mussten sie auch gerade flicken. Ja, dann könnte man nicht schon von hier schießen. Mann, die scheiß Steuerung. Ich will doch nur dieses blöde Ding auswählen hier, den blöden Ferngucker. Die schießen auf uns. Aber die sind kollidiert. Die sind definitiv hinten mit der Wand kollidiert. Mit der Felswand. Mhm. Wir sollten, wenn wir wenden wollen, müssen wir die Segel aus dem Wind. Sonst haben wir zu viel Speed, um zu drehen. Ja, oder wir machen den Ankertrick. Beides geht. Mach mal das hintere Segel so, dass es einfach nur noch nach vorne zeigt. Wir kommen da vorne auf jeden Fall noch rum. Es wird aber ganz knapp. Mhm. Okay, gut so. Augenmaß hier. Die versuchen Fernschüsse. Das versuche ich jetzt auch mal. Das sind Fernschisser. Das geht ein bisschen drüber. Obwohl. Aha, der war gar nicht schlecht, ey. Der war nur ganz knapp drüber gegangen. Auch mal. Der war zu weit. Der eine war zu kurz, der andere war zu weit. Ach komm. Munitionsverschwendung. Ja, ich wollte gerade sagen, so viele Kugeln haben wir jetzt auch nicht. Also ich glaube, wir können sagen, dass das nicht... Das andere Schiff ist weg, ne? Ja, das andere ist weg. Wir können, glaube ich, sagen, dass das nicht Shadow auf dem anderen Schiff ist. Das hätte so ein schwarzes Segel, glaube ich. Ja, einmal das und zum anderen hätte er uns schon längst versenkt, glaube ich. Ich nehme mir mal schnell eine andere Waffe. Ich halt wir noch müssen kurz mit dem Wind ein bisschen mehr spielen hier. Ja, ja. Ihr müsst mal das Steuer kurz im Auge behalten. Warum hier eine Meerjungfrau? Haltet ist mal. Jemand im Wasser. Ja, das da kann ist sein. Jemand im Wasser von denen. Haltet mal bitte die, das Steuer ein bisschen im Auge. Ich muss gerade mal eine andere Waffe nehmen. Ja. Und die Leitern vor allem. Ich nehme mir mal hier so eine Scharfschützenwaffe. Mhm. Okay, ich sollte mal Munition holen. An die Rakete, an die Kanonen. Ja, auf welcher Seite? Wo? Rechts. Rechts? Moment. Ah, ich bin auch vom Steuer weg. Dann rammen wir die jetzt. Das, ja, ich muss ein bisschen einlenken. Wir fahren knapp vorbei jetzt. Okay. Achtung, Vorsicht, rechts, rechts, rechts und. Kalabambum! Der will entern. Der ist geentert. Der hat Hit bekommen, der ist gleich down. Wieso hab ich den nicht getroffen? So schön durch den Wild gerade. Die werden beschossen. Von hinten kriegen wir jetzt das ab. Hä, wie macht der denn das? Ich treffe ihn doch auch erst unten, er hat mich getötet. Der ich habe ihn doch gerade mehrfach getroffen. Er ist tot. Ich habe ihn, der hatte nur noch einen Schlag gebraucht. Ja, toll. Lonster, lenkst du? Ihr müsst lenken, ich bin tot, ne?
Der heißt deswegen übrigens Lord Nielsen. Lol, der macht hier Musik. Ja, du kannst da Musik machen. Du kannst auch winken und fröhlich sein. Echt? Mach mal mit. Brauchst du Hilfe beim Haus? Nee, das ist alles gut. Die haben es nicht erwischt. Zumindest nicht richtig. Oben haben sie was getroffen, aber das ist nichts. Okay, ich bin wieder am Steuer. Gut, dann drehen wir gleich den Wind in die Segel drehen, genau, ja. Aber ich verstehe das manchmal nicht, ey. Ich habe den jetzt so oft geschlagen und er hat mich irgendwie nur 3-4 Mal geschlagen und hat mich direkt getötet. Kopftreffer machen hier sehr viel aus. Ach so. Aber wie gut der gerade unten stehen geblieben ist, nachdem er dich umgebracht hat und sich nicht gewehrt hat. Ja, das ist auch gut. Er hat so, oh, ich hab was umgebracht. Achtung, sie kommen direkt auf uns zu. Wir müssen links schießen. Linke Seite. Linke Seite, linke Seite. Die kommen direkt auf uns zu. Aber wirklich unmittelbar direkt. Ja, 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 sehr gut. Oh, hinten haben sie getroffen. Ich höre es schon, ich gehe runter. Ich höre es blubbern, ja, das klingt wieder wie die Badewanne, die voll läuft. Ist, glaube ich, nur ein Loch. Alles gut. Jetzt habe ich natürlich wieder. Oh doch, ich habe die Scharfschützenwaffe noch, sehr gut. Machen diese Ankerdrehung. Los. Ich schieße einfach mal auf gut Glück auf die. Ah, es bringt nichts auf die Entfernung. Der Bullet Drop da hinten, das kann man vergessen. Hm. Die wollen uns echt haben. Ich meine, wir könnten die Ankerdrehung natürlich auch machen. Das Problem ist immer, man braucht danach so lange, um wieder anzufahren. Was machen die denn? Die schießen von da hinten. Die haben anscheinend zu viele Kanonenkugeln, würde ich mal sagen. Wie viele haben wir eigentlich noch? Mal so. Viel, das geht noch. Ich glaube, in einer Kiste waren noch 40 oder 50. 20 aber plus 40 plus 32. Aber der hat so, jetzt bestimmt. Ich habe noch 9 im Inventar. Der hat jetzt bestimmt gesehen, als er bei uns drauf war, dass hier nichts zu holen ist. Also, wenn, dann machen die nur aus Just for Fun ja eine Seeschlacht mit uns. Naja, er hat nicht die Kapitänskajüte gesehen, glaube ich. Und auch nicht den Turm. Ja, aber da ist ja auch nichts drin. Das weiß er ja nicht. Da ist übrigens wieder ein Meermann im Wasser. Machen die es absichtlich oder fällt immer einer vom Schiff? Da ist, schwimmt einer! Da schwimmt einer, ja. Der will hier rüber, glaube ich, tatsächlich. Ja. Vidisius heißt der. Ja, Achtung. Ja, auch noch trifft. Ja, schön runtergestoßen hier. Ja. War schön. Dann schießen die da auf uns. Ah, jetzt habe ich doch keine Muni, scheiße. Ich muss nachladen. Ja, müssen wir nachladen. Alter. Das war schön gegen die Wand. Ja. Klomm. Er hat sich wieder zurück teleportiert zu seinem Schiff. Er war gerade am Meermann dran. Hm. Ah, links sind die von uns. Also die Steuerung mit diesen Waffen, das ist irgendwie, also bei mir ist das irgendwie total verbuggt. Ich weiß auch nicht. Ich komme da nicht mit klar. Der steckt immer die Waffe weg, obwohl er sie ziehen soll und das ist echt ätzend. Sollen wir mal Ankerwendung machen? Nee, die machen das gerade auf uns. Guck mal. Ja eben, die kommen jetzt, egal. Die fahren eh gleich seitlich vorbei, glaube ich. Oh, der kommt gut. Ach, schade. Wenn man nein, jetzt doch die Segel wegschießen könnte, ey. Ja, das wäre so cool. Unnötig hier, echt. Ah, okay. Oh, schade, fast. Oh, so knapp daneben. Scheiße. Ja, das war ein Treffer. Oh, scheiße. Ja, ich gehe mal lieber runter, ne? Ich glaube, die schießen immer zu viert, kann das sein? Na, zu zweit. Da kamen aber gerade 3-4 Kugeln auf einmal. Ich hasse es wirklich, ich hasse es. Er soll einfach nur den Eimer nehmen. Okay, es war nur ein Loch. Er soll nicht die Waffe rausholen. Die haben, glaube ich, dieselbe Stelle mehrfach getroffen. Ach, da sind zwei Schiffe jetzt. Ja, das ist wieder das andere wahrscheinlich. Lasst uns genau dazwischen durchfahren. Mein Gott, bitte nicht.
Wie doch, natürlich machen wir das jetzt. Hast du Fluch der Karibik nicht geguckt, Mensch? Mensch, aber doch. Guck mal, die sind kollidiert. Die Idioten. Ja, wir fahren jetzt einfach hier rein noch, komm. Links, links, links müssen wir schießen gleich. Kanonen. Ja, alles klar, bereit. Achtung. Und. Feuer! Haben die anderen eine schwarze Flagge? Sie nicht. Feuer! Ne, die haben weiße Flaggen. Feuer! Weiter feuern! Feuer! Und Feuer! Weiter feuern! Das gleich das andere Schiff auch noch. Feuer! Feuer! Und nochmal Feuer! Ah, Insel! Ja! Ah, jetzt ja. Eine Insel. Ja, komm, da kommen wir rum noch. Das nimm das geht. Segel aus dem Wind. Mal, nein, lass so, das passt, das passt. Aber das hintere Schiff, was jetzt gerade sinkt, hat eine schwarze Flagge. Das sinkt ja. Es hat eine weiße bei mir. Ah, und wir haben ein Schiff versenkt. Geil. So, das andere holen wir auch noch. Aber da sieht man mal, wenn ein Schiff in die Zwickmühle genommen wird, ne, dann hat's ein Problem. Da hat auch so ein großes Schiff ein Problem. Da geht das recht fix tatsächlich. Die haben halt einfach so hart kassiert gerade. Richtig gut. Ich schau gerade mal, ob die irgendwie Loot verloren haben. Das sieht nicht so aus. Na, hat jetzt auch nicht so den Eindruck gemacht, dass da irgendwas schwamm noch. Hm. Also ich sehe den Meermann da hinten. Den sehe ich. Da winkt ein Meermann da hinten. Sind also theoretisch müsste, wenn, die Kiste bei ihm in der Nähe sein. Die sind über Bord gegangen, so wie es aussieht. So, ich guck ja, mal. Das Schiff ist ja auch abgesoffen. Ja, naja, sie hätten ja auch vorher tot sein können, theoretisch. Hier schwimmt irgendwas, aber das sind noch Fässer. Das sind keine, das ist kein Loot oder so. Der Wind kommt von vorne jetzt. Ja, das ist egal, das macht die Wände leichter. Die schießen auf uns, glaube ich. Ja, die schießen irgendwo hin. In unsere Richtung zumindest. Das sind Warnschüsse. Die haben aber auch gerade ganz schön Tiefgang. Aber es ist, glaube ich, nur die Welle, oder? Ja, es ist die Welle. Ja. Jetzt haben wir Wind. So, Achtung, wir kommen, wir sind gleich vor denen. Ihr müsst gleich schießen. Ihr könnt jetzt eigentlich schon schießen. Boah, das war. Getroffen? Scheiße. Wie knapp das gerade ging. Getroffen oder so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe zumindest diesen Sound bekommen, dass ich was getroffen habe. Wow, 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 wow. Glaube, ich hol mir mal die Sniper. Ja, das musst du wirklich in dem Moment machen, wenn du direkt vorbeifährst. Mit der Sniper, sonst hast du da keine Chance. Sind wir getroffen worden? Ja, nee, oben waren halt so ein paar Löcher, die mal jetzt mal zu. Ich hol mir nochmal Muni. Huch. Ja, dieses Schiff macht mich wahnsinnig. Vorne, hinten, hinten, vorne. Kiel und Heck. Und Heck und Kiel. Mann! Bah! Ganz und jetzt das Ganze nochmal, aber einfach nur betrunken. Ob man vielleicht einen Bonus kriegt auf den Schaden, wenn man betrunken mit dem Schwert zuhaut? Weil das auch so logisch wäre. Realität, ja. Ja, genau. Okay, jetzt hauen sie aber ab, oder? Wir können gleich mal schauen, ob wir die Segel nach rechts in den Wind. Da ist ein Schädel da hinten! Okay, lasst uns mal zum Schädel jetzt fahren. Ja, ja, na, halt, naja, haben nein. Genug, am Himmel. Kanonenkugeln jetzt noch. Ach, so ein Schädel. Ja, so ein Schädel. Ja, wir machen das jetzt mit den paar Kanonenkugeln, die wir noch haben. Oh oh. Wie viele haben wir denn jetzt noch? Also hier unten sind 37 plus 11 plus 20. Das reicht. Also, ach, die Kanonen sind alle geladen. 60 plus die alle geladenen. Ja, okay. Kann man versuchen. Vielleicht ist es ja ein kleines Keep. Sagt sie. Ich guck mal. Also die anderen sind aber gerade in eine andere Richtung weggefahren. Also die wollen da nicht hin. Die haben vielleicht auch jetzt keine Kanonen mehr. Vielleicht haben sie sich dann deshalb gesagt, oh, wir hauen mal lieber ab. Direkt hinter diesem großen Felsen da. So, dann halten wir mal voll drauf. Das ist das Gute bei den Totenschädeln. Da muss man einfach nur drauf zufahren. Da muss man nicht genau gucken, wo die sind. Folgen die anderen uns wieder?
Nee, wo denn? Ich sehe die nicht. Hast du die gesehen? Ja, die kommen uns hinterher. Wir sind jetzt genau hinter diesem Felseninsel. Echt? Links von uns. Warte mal, dann könnten wir sie verarschen, theoretisch, wenn wir jetzt versuchen, ein bisschen weiter rechts zu fahren. Castaway Island. Was? Oh nein, Wilson. Das ist die... Hier ist Tom Hanks ist hier irgendwo. Wir müssen ihn retten. Läuft da. Ja, da. Er ist aber schon lange da. Ich mir den so angucke. Jawohl, volle Fahrt voraus. Auf zum Schädel. Kannst du das nächste Mal mit den Kanonen schießen? Ja, kann ich das nächste Mal machen. Da muss aber jemand anders steuern. Oh, da ist noch ein Dreimaster. Der will auch dahin. Auf Norden direkt. Und ein Einmaster hier. So eine... Zwei Schiffe fahren da auch hin. Wo wir hinfahren wollen. Können wir die natürlich erstmal dahin fahren lassen und Action machen lassen. Dann hauen wir dazwischen. Da müssten wir jetzt ankern. Oder wir müssten irgendwie in Sichtweite ankern. Warte mal, wie weit ist das denn noch weg? Das Keep. Nicht mehr so weit. Na, ich weiß es nicht. Ist das denn die Insel da, die mit diesen Spitzen? Die mit den zwei Spitzen? Warte mal. Das ist noch recht weit weg, glaube ich. Ja, das ist dann noch weiter. Die sind näher dran als wir auf jeden Fall. Oder die betteln sich gegenseitig. Ja. Deswegen ist vielleicht auch das kleinere Schiff von dem größeren weggefahren. Wir können uns ja wieder einmischen. Also die Außenposten, die sieht man jetzt ziemlich deutlich. Links von uns ist ein Außenposten, rechts von uns ist ein Außenposten. Der Außenposten rechts von uns, im Norden, der ist weiter weg. Und da fährt ein Dreimaster davor rum. Und der ist auch gar nicht so weit weg, der Dreimaster. Der ist verdammt nah, guck mal da auf Nordwest so. Alter, ist das... Das ist echt eine lange Reise hier zu dem Totenschädel. So lang sind wir, glaube ich, noch nie irgendwo hingefahren. Der Kraken ist auch dabei. Ja, alle kommen sie jetzt. Dreimaster, Kraken, Kanonen, Totenschädel, alle. Was ist das hier? Fluch der Karibik 7? Ein halb. Ich kann das vor jetzt schon sehen, aber wir müssen an den Steinen noch vorbei, die da vor uns sind. Steine? Wo sind da Steine? Ja, wir fahren jetzt auf so Inselreste, Bruchstücke zu. Ich schleunige das Ganze mal. Alter, ich habe gerade den Kraken ganz laut gehört. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. So laut habe ich den, glaube ich, auch noch nie gehört, ohne Witz. Haben wir jetzt eigentlich nur eine begrenzte Zeit, um das Ding einzunehmen? Eigentlich nicht. Okay. Also wenn der Schädel noch da ist, genau. Es muss halt die ganze Zeit Action sein. Wir können jetzt nicht wegfahren und nachher wiederkommen. Das geht nicht. Okay, na gut. Dann versuchen wir das jetzt. Jetzt kommt auch schon die Musik, die bedrohliche. Macht euch schon mal bereit zum Bremsen dann, so langsam. Ja, ich glaube, ich nehme schon mal ein Segel also, raus, so ein bisschen. Wenn wir da hinkommen, werden wir beschossen. Das ist vielleicht nicht zu wenig. Wir müssen dann... So Winkel ran, dass wir die Schützen ausschalten können. Die auf uns feuern. Wie weit soll ich denn weg? Nee, es geht schon los. Wir schießen schon. Ja, warte, dann versuche ich jetzt rüber zu schwenken. Ah, ja, sie treffen auch. Das Kiel. Alter, scheiße, vorne. Ganz viele Gott. Treffer. Ja. Boah.
Scheiße. Alter, ich lenke die ganze Zeit weg. Ich kann das Boot nicht reparieren gerade. Aber das hier wäre doch eine gute Position gewesen, leider. Soll ich jetzt halten? Ich kann ja nicht halten, ihr müsst halten. Warte mal, erstmal, ich muss hier Wasser rausholen. Oh, hinten Treffer. Und gleich noch ein Treffer. Such einfach mal eine Stelle, wo jetzt wieder nicht so viele Türme auf dich schießen können. Das war gerade die Stelle, die haben wir gerade verpasst. Da muss ich wenden. Müssen wir das tun? Oh shit, was war denn das? Oberflächlich? Wurden getroffen, oberflächlich. Ach so, eine oberflächlich, na dann. Also zumindest erste Etage. Ich sehe schon, ich kriege auch noch eine Kanone ins Gesicht heute. Das ist wackelig hier, ey. Wehe, ihr interpretiert das wieder falsch. Einer muss auf dem Schiff bleiben und die anderen zwei müssen rüberschießen und die Schützen ausschalten. Theoretisch auch machen. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder wenden. Ich weiß aber, wo wir ankern können. Auf der Seite, wo die Felsen waren. Da haben sie kurz nicht auf uns geschossen. Da waren wir kurz im Schussschatten. Da müssen wir hin. Quasi auf der nordöstlichen Seite so ein bisschen. Da müssen wir halten. Ah, endlich haben wir mal einen Keep mit einem Totenschädel darüber entdeckt. Das heißt, in der nächsten Folge gibt es Action bei der Festungseroberung. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.